Im Namen Allahs, des Allerbarmes, Barmherzigen, aller Lob gebührt Allah, dem Allmächtigen, und Frieden und Segen seien auf dem Besten aller Menschen, im Gesandten Allahs. Liebe Geschwister im Glauben, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir wollen heute wieder unsere Glaubensgeschwister, die ein bisschen weiter weg sind von dem Licht, ja, die sich mehr an den falschen Orten aufhalten und den Menschen auch viel Falsches mitgeben, wollen wir heute wieder rufen. Das sind unsere Brüder im Glauben, die Rapmusik produzieren oder die sie gerne hören. Und ich wollte heute als Familienvater und auch als Bruder zu euch sprechen, denn letztendlich, diese Videos, die wir hier machen, das sind keine Diss gegen euch. Das ist nicht, weil wir euch etwas Schlechtes wünschen oder etwas Schlechtes wollen. Es ist vielmehr so, dass wir wirklich auch mehr oder weniger traurig sind darüber, über euren Zustand, und dass man auch nicht mal zusammenkommt. Ja? Also, ich meine, ihr trefft euch mit so vielen Menschen. Ja? Ihr kommt mit so vielen Menschen, kommt ihr in Kontakt. Ihr trefft euch mit Leuten, die tätowieren. Ihr kommt mit Prostituierten kommt ihr zusammen, ihr kommt mit Zuhältern zusammen, ihr kommt mit Drogendealern zusammen, ihr kommt mit diesen Menschen zusammen. Und ich finde es sehr traurig, dass manche von euch nicht mal den Weg einmal zu uns aufsuchen, zu den Brüdern in den Moscheen, die wirklich für einen da sind. Und ich meine, schaut mal, ihr macht Musik, ja, und unsere Kinder, ich habe vier Söhne, und der Älteste, der wird jetzt 7 Jahre alt, ja. Er kommt langsam in das Alter, wo er auch anfängt, Musik zu hören, er sollte eigentlich sowas hören. Ja, aber ich meine, wo Kinder darüber nachdenken, über die Texte, die gesungen werden. Und es bleibt manchmal nicht aus hier in diesen Ländern. Irgendwo läuft Radio, irgendwo kriegen die gewisse Lieder mit in der Schule und sonst wo. Und dann hört er auch solche Texte. Und ich meine, vielleicht werdet ihr ein Leitfaden für meinen Sohn. Das wäre etwas sehr, sehr Trauriges, weil ihr achtet oftmals bei euren Rappen, bei euren Texten, achtet ihr gar nicht darauf, was ihr dort aussprecht. Ja, und wenn ihr selber mal denkt, dass ihr Familienväter werdet oder seid und dass eure Kinder mit sowas aufwachsen und sowas hinterherlaufen, was ihr dort aussprecht, das würdet ihr euch selber nicht wünschen. Das ist eigentlich etwas sehr, sehr Trauriges. Deswegen, ihr müsst euch vorstellen, sowieso für die ganze Gesellschaft ist es etwas Schlechtes, diese Texte. Aber ich meine, wenn ihr doch, ihr sagt doch, ihr seid Muslime und ihr wollt auch was Gutes für die Muslime, ja, dann denkt doch auch als allererst an unsere Kinder, subhanallah, wie ihr die verderbt und wie die auch dann rausgehen und auch sich so dementsprechend verhalten. Weil ihr wisst ganz genau, dass viele Jugendliche euch mögen. Die haben Sympathie zu euch und die fangen dann auch so an, so zu rappen, Texte zu schreiben, Menschen so zu behandeln, schlecht zu behandeln. Ihr macht das vielleicht nur als Show, nur weil das euer Job ist. Aber es gibt Menschen, die nehmen das ernst und die setzen das in die Realität um. Und darüber solltet ihr euch Gedanken machen. Wie gesagt, ich habe gerade eben gesagt, ich bin sehr, sehr traurig, dass ihr nicht mal zu uns stoßt, weil wahrscheinlich flüstert der Satan euch ein, ja, ihr macht sowieso schlecht, es bringt mich etwas, jetzt mit denen vor die Kamera zu treten oder die Moschee zu besuchen oder sonstiges. Denkt nicht so. Denkt nicht so. Denn die gute Tat löscht die schlechte Tat aus bei Allah. Und deswegen, kommt vorbei und sagt auch mal an die Kamera mit uns zum Beispiel, dass ihr sagt, dass der Islam die wahre Religion ist. Ja, ich meine, klar ist das schlecht, wenn du im Nachhinein dann auch wieder weiter rappst oder schlechte Sachen machst, aber wir Menschen sind ja nicht unfehlbar. Aber so hast du wenigstens, auch für die Religion, hast du dich hingestellt und etwas gemacht. Schaut mal, subhanallah, wir verkünden das Wort Allahs in Deutschland und bei uns kommen sie in die Wohnungen, unseren Verein wollen sie verbieten. Wir haben voll den Druck von den Menschen. Die Menschen lachen uns aus, die zeigen den Finger auf uns, die sagen, dass wir im Steinzeitalter leben, Mittelalter, und die machen sich voll über uns lustig. Ja, wo ist da eure Unterstützung, dass ihr sagt, boah, hier, das sind unsere Brüder, denen müssen wir auch mal zur Seite stehen, denen müssen wir auch mal helfen. Ich habe euch eben gesagt, ihr trefft euch mehr mit Leuten, die euch nur schaden und das schlechte Leute sind. Jetzt rufen euch Leute, die vernünftig sind, ja, die an Koran und Sunna, an das wahre Wort Gottes festhalten, rufen euch. Und wer antwortet? Wer kommt zu dieser Einladung? Ich meine, ihr habt selber vielleicht mitbekommen, dass Desodoc, ja, jetzt ist er Abu Malik, er hat sich geändert, Alhamdulillah, er hat die Pilgerfahrt gemacht. Und ich hoffe, dass auch, und einige anderen haben sich auch geändert, die wir vielleicht nicht namen und nicht kennen. Ihr solltet euch ein Beispiel daran nehmen. Und auch wie gesagt, wenn ihr auch mit der Musik nicht aufhört, dass ihr wenigstens mal einen Schritt macht und ab und zu die Moscheen besucht und euch auch ab und zu für die Religion Allahs einsetzt. Und meine Botschaft, die ich hier gemacht habe, war an alle Rapper, aber ganz speziell an Summer Jam, weil du in Mönchengladbach wohnst, in meiner Stadt. Und sag dir ganz ehrlich, deine letzten Cracks, die du da gemacht hast, was ich mitbekommen habe, es ist nicht böse gemeint, aber das, was aus deinen Worten aus deinem Mund rauskommt, ist für mich sehr beschämend. Ich finde das sehr traurig. Ja, du bist doch ein gebildeter Junge. Ja, du brauchst dich auf dieses Niveau nicht herabzulassen. Komm uns auch besuchen, versuch auch von diesem Weg wegzukommen und den wahren Weg zu gehen.
Und vergesst alle nicht, Allah hat euch eure Stimme, die ihr benutzt, hat er euch geschenkt und gebt ein bisschen von dem, was Allah subhanahu euch gegeben hat, wieder zurück. Barakallahu fikum. Ja, Geschwister, Muslime, diese Brüder und im Endeffekt und auch Schwestern, die am Rappen sind und in der Rap-Szene mitmachen, sollten auf jeden Fall ihre Verantwortung bewusst sein. Weil wie gesagt, mit diesen Texten und mit dem, was ihr tut, viele jugendliche Muslime und auch Nicht-Muslime versuchen nach dem, was ihr da sagt, zu handeln. Ja, sie hören das nicht nur, sie begehen das auch in Tat. Ja, und irgendwo tragen wir alle eine Verantwortung, ja, als ältere Leute oder als ältere Muslime, die etwas machen und auch allgemein, was wir in der Gesellschaft machen. Und ich selber ja, habe ja früher Rap gehört und natürlich mehr vom amerikanischen Bereich, amerikanischen Rap, was ihr, was die jetzige Deutschrapper damals auch gehört haben, ja, die ganzen Sänger von damals, Tupac und Ice Cube und etc. Und ich kann mich selber erinnern, wie mich das beeinflusst hat, ja, man hat das gehört und auch wenn man das manchmal nicht zugeben will, es ist eben so, man hat die Tracks und die Songs gehört von diesem Rapper und dann hat man sich auf der Straße versucht, so zu verhalten. Ja, und jetzt seid ihr in der Reihe, ihr seid am Rappen und die Leute versuchen sich nach dem, was ihr sagt, zu verhalten. Und ich bin auch Vater von Kindern und ich denke mir, ein Rapper hat das gemacht, OG Kingpin, ja, von Köln, ich glaube, der ist in Köln, wenn ich mich nicht täusche, er ist ja ausgestiegen und hat gesagt, weil er selber darüber nachgedacht hat, über seine Kinder, er hat gesagt, ich habe Kinder und ich will nicht mehr, dass die Kinder diese Texte hören und dass ich solche Sachen meine, der will nicht seine Kinder sowas mitgeben im Endeffekt. Er hat gemerkt, dass er selber Dinge vorgesungen hat, die der selber für seine Kinder nicht wünscht. Und ich glaube, ihr rappt schon Dinge vor, die ihr nicht selber für euch selber wünscht und die ihr selber nicht für euch dulden wird. Ja, und deswegen, man sollte darüber nachdenken. Also OG Kingpin hat das gemacht und hat auch mit vielen Dingen aufgehört. Und auch andere jetzt hier, wie Manuelsen oder Bilal, der heißt ja auch Muslim geworden. Ja, er redet über Gerüchte in seinem neuen Track, so wie ich das mitbekommen habe. Und es sind viele Muslime. Also ich meine, die ganzen muslimischen Rapper sollten darüber nachdenken. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns mal sehen würden, wenn wir über die Religion reden sollten. Weil man redet so viel und dann gibt es Dinge, die im Leben sehr wichtig sind, weil die Religion ist eine Sache, die bei dir sein wird, auch nach diesem Leben. Ja, und stell dir mal vor, wir werden für jedes Wort Rechtschaffen gehen, für jede Sache, die wir gemacht haben. Ja, es ist doch gut, wenn ihr weil ihr habt die Möglichkeit, was Gutes zu tun. Versucht auch, was Gutes zu tun für den Islam, für die Religion. Und versucht mit Leuten zusammenzukommen, die euch Gutes wollen. Ja, wir wollen nicht mit euch zusammenkommen, weil ihr Rapper seid. Nein, wir wollen mit euch zusammenkommen, weil ihr Brüder seid. Und weil ihr Schwestern seid, weil ihr Geschwister seid. Und weil uns eine Sache gemeinsam verbindet. Und das ist das Wort, dass wir glauben, dass Allah der Herr ist und dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Einer der letzte aller Propheten. Und deswegen, nehmt dieses Appell an. Es ist positiv und gut an euch gemeint. Nicht um euch zu ärgern oder um euch schlecht darzustellen. Aber es gibt eben Dinge im Leben, die falsch, die ihr macht, die nicht richtig sind. Und es gibt Dinge im Leben, die gut sind und die ihr sein lässt. Ja? Und die Möglichkeit wird euch gegeben, weil ihr noch am Leben seid. Wenn das Leben vorbei ist, dann ist die Möglichkeit auch zu Ende. Deswegen, Barakallahu fikum, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an alle.